Liebe Schwestern und Brüder, liebe Familie Trésorée, wie schön passt das heute mit der Taufe und unserem Evangelium zusammen, da wir den Sonntag der kleinen Männer feiern. Der Sonntag der kleinen Männer, die groß rauskommen. Wir haben das schon am Anfang so ein bisschen erlebt, beim Zugehen auf die Taufe. Der kleine Mann, der groß rauskommt, Grégory Vincent, der heute getauft wird. Aber wir hören dann auch die andere Geschichte von einem kleinen Mann, der groß rauskommt. Zachäus. Die beiden haben etwas gemeinsam, indem sie etwas erfahren, das man nicht einfach machen kann. Dieser kleine Grégory heute wird getauft. Die Eltern bringen ihn zur Taufe. Und das Evangelium erzählt uns, was das bedeutet. Das Evangelium heute in dieser Begegnung von Jesus und Zachäus sagt uns, was christlicher Glaube ist. Und dass wir nicht zu schmal und zu eingegrenzt denken dürfen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sperren unseren christlichen Glauben in ein Ghetto ein. Und dieses Ghetto kann ganz unterschiedliche Namen haben, zu verschiedenen Zeiten. Das war zu bestimmten Zeiten einmal das Ghetto christlicher Glaube ist, ich gehe sonntags in die Kirche und damit hat sich alles. Das ist ein Ghetto. Das ist aber nicht christlicher Glaube. Heute heißt das Ghetto eher, darin sind wir sozusagen mit Volldampf unterwegs, seid nett zueinander. Die Mitmenschlichkeit ist so wichtig. Wir sind gut zu unserem Nächsten, was natürlich nicht falsch ist. Aber das ist es dann auch schon. Und viele nehmen gerade unser Evangelium heute her und sagen, naja, aber bitteschön, dieser Zachäus ist doch dann einer, der teilt sein Vermögen aus, dieser Halsabschneider, was er vorher den Leuten abgenommen hat, gibt er dann zurück. Der ist doch dann nett zu den anderen. Und das ist durch Jesus gekommen. Und das ist es dann schon. Nein, liebe Schwestern und Brüder, wenn christlicher Glaube nicht mehr ist, und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, haben uns viele andere, die nicht Christen sind, vieles voraus. Was ist christlicher Glaube? Was bedeutet, wenn heute dieser kleine Mann hier unter uns groß rauskommt, weil er getauft wird? Wir könnten sagen, dass die Eltern ihn zur Taufe bringen und er nicht selber hier durch die Mitte marschiert und sagt, ich will getauft werden. Ist die Neugierde des Zachäus. Das ist ein Typ, der wichtig ist. Ein Typ, der sich in unserer Zeit gut behaupten könnte, weil er weiß, wie man es macht. Ist doch schon mal was. Der hat die Tricks alle drauf. Der wusste, naja, wenn ich so ein bisschen kollaboriere mit den Römern, kann ich den Leuten das Zeug abknöpfen. Ich habe ein schönes Haus, ich habe ein gutes Auskommen. Dass da ein paar unter die Räder kommen, mein Gott. Jeder von uns, der an der Aktie spekuliert und seines noch so kleine Pakete, weiß, wie es geht. Und dem ist auch egal, wer unter die Räder kommt. Machen wir uns doch nichts vor, oder? Aber dieser Zachäus ist von einer Neugierde getrieben. Das ist eine Form des Glaubens. Nicht bei anderen herumzuschnüffeln, die Nase in andere Leute Leben zu stecken, aber sich zu interessieren, neugierig zu sein auf das Leben, neugierig zu sein auf die Fragen des Lebens, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie lebe ich recht. Diese Neugierde braucht es schon, die braucht es auch zum christlichen Glauben. Zachäus, der kleine Mann, der groß rauskommt, er weiß, wie es geht, er kennt die Tricks, er kennt auch den Baum, auf den er steigen muss. Womit er nicht gerechnet hat, dass es da jemand gibt, der ihn sieht. Jesus sieht ihn, wie er jeden von uns sieht. Und er sieht uns ins Herz. Er weiß, was das für ein verkommener Knilch ist. Er kennt seine Tricks. Er weiß, dass er ein Halsabschneider ist und die Leute über die Ohren gehauen hat. Trotzdem, er sieht ihn. Und mehr noch, er meint ihn. Er stellt ihn nicht einfach zur Rede und sagt, komm her, was bist du eigentlich für ein Dreckskerl? Hier, kannst du mal rote Ohren kriegen vor all den Leuten, denen du das abgeknüpft hast. Jetzt wollen wir immer so einen kleinen Schauprozess führen.
Ziemlich medienwirksam wäre das sicher. Boah, der Jesus ist ein toller Typ, der sorgt für Gerechtigkeit. Da ist aber richtig hier was los. Nein. Er lädt sich bei ihm ein. Er sagt ihm, okay, ich weiß, dass du ein Dreckskerl bist, aber gibt es noch eine andere Seite? Es gibt etwas in dir, das größer ist als du selber. Deine Machenschaften oder deine guten Vorsätze, die er vielleicht auch hatte. Es gibt mehr. Was ist dieses Mehr in den kleinen Männern? Ob sie nun Zachäus oder Gregory Vincent heißen. Oder wir können unsere Namen auch einsetzen. Es soll ja auch kleine Frauen geben. Dieses Mehr, liebe Schwestern und Brüder, ist, dass wir als Christen wissen, dass unser Leben von Gott abhängt und von ihm her kommt. Und die Taufe ist sozusagen der Weg der Heimkehr, sich wieder einfangen zu lassen, sich wieder einordnen zu lassen auf diesen Weg, das eigene Leben von Gott her zu verstehen und auf Gott hin zu leben. Dazu gehört Mitmenschlichkeit, ja. Dazu gehört Nächstenliebe, ja. Dazu gehört Gerechtigkeit, ja. Und auch Frieden, alles das. Aber christlicher Glaube reduziert, eingekocht, auf das ist nichts, weil es nicht mit Gott rechnet. In anderer Weise haben wir das in der Lesung aus dem Buch der Weisheit gehört. Gott, du bist der Freund des Lebens. Alles kommt von dir, in allem waltet dein Geist. Ja, aber wo merken wir das denn? Manchmal auch in der Kirche noch nicht einmal. Wir machen alles selber. Wir machen auch jetzt unsere eigene Kirche. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist gar keine Kirche. Das ist am Schluss eine Menschenrechtsorganisation, die der UNO angegliedert ist. Mehr nicht, aber keine Kirche. Das findet sicher viel Beifall, weil all die fremden Dinge, mit denen wir uns im Ritus auf Gott hin ausrichten, von Gott her verstehen, warum wir vielen zeitgemäßen modischen Dingen nicht zustimmen können, versteht man nur, wenn man mit Gott rechnet. Anders versteht man das nicht. Rein menschlich betrachtet ist das Unsinn oder einige nennen das Diskriminierung. Aber wir verstehen unser Leben von Gott. Und damit sind wir nicht rückwärtsgewandt, sondern in der Zukunft. Wir haben vielen vieles voraus, weil wir Christen sind. Uns von Gott her verstehen und auf Gott hin leben. Getauft werden, christlich zu glauben heißt, dieses Potenzial in uns zu entdecken, dass wir mit Gott rechnen müssen, dass Gott selber in uns lebt. Christlich zu glauben heißt, und das wird heute euch, liebe Familie, ganz konkret zugesagt, dass wir aus dem Ghetto, in das wir uns einsperren, ob das Ghetto der Gier, der Habsucht, der Lust, was auch immer ist, dass wir aus diesem Ghetto herausgeführt werden, dass es Türen gibt, Fenster gibt, Notausgänge gibt aus diesem Ghetto. Und was ihr mitnehmen sollt, ist dieser letzte schöne Satz des Evangeliums, der diesem Kind heute gesagt wird, aber der bei euch in eurer Ehe, in eurer Familie, in eurer Zukunft eine große Rolle spielen soll und in jedermanns Familie, in jedermanns Haus eine Rolle spielt. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Heil, liebe Schwestern und Brüder, das ist etwas Umfassendes. Das ist nicht ein frommes Wort, sondern das ist die Wirklichkeit, in der wir im gleichen Licht mit Gott selber stehen, indem er uns sein Licht, seine Zuwendung, seine Gnade schenkt, indem er uns sieht, so wie wir sind und uns meint und ruft. Wir können dieses Heil neu entdecken, wenn wir jetzt Gregory Vincent auf dem Weg zu seiner Taufe begleiten.